Es ist jetzt fast 50 Jahre her, dass ein junger Mainzer Kultusminister einen noch viel jüngeren Wissenschaftler, der sowohl in Philosophie wie in Theologie den Doktor gemacht hatte, zum Professor an der Universität Mainz berief. Damals konnte ich nicht ahnen, was aus diesem Karl Lehmann werden sollte, dass er zu der großen beherrschenden Gestalt der deutschen Katholiken, der deutschen Bischofskonferenz und zu einem unverwechselbaren Bischof der altehrwürdigen Diözese Mainz werden sollte. Wir alle, nicht nur wir Katholiken und nicht nur wir Christen, wir alle haben für sein wegweisendes Wort Karl Lehmann viel zu danken. Und wir können uns nur wünschen, dass er zwar aus dem Amt scheidet, dass er aber weiterhin gelegen oder ungelegen sein Wort macht und weiter Wegweiser in einer schwierigen und ungewissen Zukunft ist. Wir brauchen Karl Lehmann auch morgen.